ein paar Trainingsrunden auf Teilen der Originalstrecke der Bremen Challenge drehen. Diese Möglichkeit bietet sich noch bis zum Rennen an jedem Dienstag um 18 Uhr. Coach Bernd Rennies organisiert das kostenfreie öffentliche Training. Treffen ist immer am Zollhaus in der Überseestadt. Trainingsschwerpunkte liegen auf dem Fahren in der Gruppe und dem richtigen Kurvenverhalten. In Zweierreihen fahren, Führungsarbeit leisten und dann wieder an das Ende der Gruppe zurückfallen lassen. Während der Fahrt auf dem 2,5 Kilometer langen Trainingsrundkurs gibt es weitere Tipps vom Trainer. Und ein bisschen Sprinttraining steht natürlich auch noch auf dem Programm. Nach dem Motto, die Letzten werden die Ersten sein, heißt es, die ganze Gruppe zu überholen und nach vorne zu fahren. Da es auch im Teilnehmerfeld beim Rennen nicht immer geordnet zugeht, lautet die Ansage von Bernd Rennies jetzt, eng im Pulk zusammenfahren, mal die Ellenbogen ausfahren und kuscheln. Mit Bremsübungen und einigen weiteren entspannten Runden durch die Überseestadt geht das Training schließlich zu Ende.